So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen zusammen Super Mario 3D Land auf dem Nintendo 3DS. Ja, dank dem guten Retro Basti, der mir sein Aufnahme-3DS ausgeliehen hat. Danke dafür. Können wir ja für ein paar Monate jetzt 3DS Let's Plays bringen. Und ja, Super Mario 3D Land soll das zweite neu aufgenommene 3DS Let's Play sein. So, wir erstellen eine neue Datei mit Bastis Mi, weil ist ja sein 3DS, da ist mein Mi nicht drauf gespeichert. Klar, ich könnte es jetzt nochmal erstellen, aber scheiß drauf. Ja, und jetzt sehen wir hier erstmal die wunderschöne Cutscene. Ja, ist ziemlich regnerisch draußen, ne? Also zumindest im Spiel, ne? In echt ist es eigentlich relativ schön. Ah, jetzt ist hier auch wieder schön. Finde ich gut. Und ja, Mario und die Toads, die sind völlig aufgebracht hier. Ist ja schlimm. Aber warum sind sie aufgebracht? Da ist ein Brief. Oha, was ist da in dem Brief drin? Oh nein, Peach wurde entführt. Aber wenn ich den 3DS wackel, dann wackelt hier alles, ne? Das sind so Wackelbilder. Das fand ich auch damals schon ganz cool. Aber schnell, wir müssen Peach retten. Das ist jetzt unsere Mission. Und ja, ich bin gespannt, ob ich die Steuerung noch einigermaßen kann. So, wir beginnen auf jeden Fall direkt mit Welt 1.1, ja. Schnacken wir nicht lange rum, ne? Und ja, das Spiel war tatsächlich auch mein erstes eigenes Spiel. Ja, weil ich habe immer Nintendo DS bei meinem Cousin gezockt, weil ich selber keinen hatte. Aber den Nintendo 3DS, den hatte ich dann auch selber. Und zwar habe ich damals das 3D Land Paket bekommen. Hieß das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich damals ja, den Nintendo 3DS zusammen ja, mit Super Mario 3D Land bekommen. Habe ich damals zur Kommunion bekommen. Und ich weiß noch, ja, das war damals, war das total krass für mich, ne? Eine eigene Konsole, ey. Ja, beziehungsweise Handheld. Und richtig schön nostalgisch hier, ne? Wenn ich das jetzt nochmal spielen kann, muss ich schon sagen. Ja, das ist, wie gesagt, es war mein erstes eigenes Videospiel. Auch wenn ich vorher schon Games gezockt habe. Aber das war ja alles nicht mein Gedöns. Das war eben alles von meinem Cousin auf dem DS und nicht von mir selber. Ah ja, richtig schön. Und ja, in diesem Spiel hat man auch das Comeback des Tanuki gefeiert. Ja, den gab es ja vorher für eine Weile nicht, ne? Aber mit Super Mario 3D Land ist er zurückgekommen. Und ja, das war auch schon das erste Level. Krass. Okay. Ich bin noch einigermaßen in der Steuerung drin, wie es scheint. Auch wenn es natürlich jetzt eine Umgewöhnung ist, ne? Weil ich ja jetzt auf der Switch zocke ziemlich viel. Ist eine Umgewöhnung von einem richtigen Joystick zu so einem Schiebepad hier auf dem 3DS. Muss ich schon sagen. Aber kriege ich auf jeden Fall hin. So 1-2 ist natürlich, wie man es kennt, ein Untergrundlevel, ne? Ist ja auch schon seit eh und je so, ne? Seit dem allerersten Super Mario Bros. Und ja, ist eine Tradition, die sich nicht geändert hat, ne? Über die Jahre. Muss man dazu sagen, ne? Das war schon immer so und das wird auch wohl für immer so bleiben. Dass 1-2 ein Untergrundlevel ist, ne? Und ja, finde ich aber schön, ne? So Traditionen. Die sind immer ganz schön, ne? Und auch wenn die immer noch eingehalten werden. Ja, ist schon herrlich. Ne? Ist schon herrlich. Und ja. Man kennt es einfach nicht anders, ne? Man kennt es einfach nur so. Und ist schon ganz schön, so. So, hier noch ein paar Coins. Bisschen YouTube Money. Ja, normalerweise nehme ich bloß Scheine, aber hier nehme ich jetzt ausnahmsweise auch mal Münzen. Ist schon in Ordnung. Ich will ja jetzt nicht so geldgeil wirken, wie ich eigentlich bin. Wisst ihr Bescheid. So, hier natürlich aufpassen.
vor den Piranha-Pflanzen, dass die einem nicht alles schwarz machen. Ne? Mit ihrer Tinte. Und das war Level 1, 2. Natürlich gibt es ja auch einen Secret Exit. Aber den werde ich nicht verwenden. Einfach aus dem Grund, ja, da würde ich direkt in Welt 2 landen. Und ich möchte eigentlich ganz gerne wieder die 100% anstreben. Werde ich, denke ich, auch hinbekommen. Ne? Also bisher kommen wir ja auch wieder gut voran. Mal schauen. Vielleicht zeige ich euch den Secret Exit am Ende vom Part. Könnte ich hinschneiden. Ich glaube, ich kann mich ja wieder zurückporten in Welt 1. Dürfte ja trotzdem gehen. So, und diese kleinen Challenge-Boxen, die gibt es auch immer wieder in Super Mario 3D Land. Ne? Genau. Und ja, da kann man nochmal so Star-Coins sammeln. Ne? Und ja, ist immer ganz nice, ne? So kleine Challenges. Ich glaube, die dauern immer bloß so 10 Sekunden. Das heißt, das geht relativ schnell alles, ne? So, und ja, hier gibt es einen kleinen Toad. Und von dem kriegen wir auch eine Starcoin. Ne? Ab und zu muss man eben durch diese ja, Teleskope, kann man es so nennen? Weiß ich gar nicht. Manchmal guckt man eben durch dieses Fernrohr oder wie man es nennen will. Und ja, dann kommt manchmal eine Starcoin hervor. So, hier gibt es in den Leveln auch ab und zu noch solche kleinen Challenge-Boxen. Die sind aber nicht immer für Starcoins, soweit ich das noch weiß. Ich glaube, ab und zu waren die aber für Starcoins da. Aber ja, hier nicht. Hier konnte man bloß ein paar Münzen sammeln. Und immer mal wieder gibt es in dem Level oder in Leveln auch solche Musikblöcke. Und ja, von denen kriegt man immer Starcoins. Ne? Ich meine sogar auch, dass wenn man solche Musikboxen sieht, ich glaube, die Musikboxen, die führen einen immer zur zweiten Starcoin. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich meine, so war das. Bin ich mir aber jetzt auch nicht zu 100% sicher. So, hier muss ich jetzt mal schauen. Da muss ich jetzt ein bisschen besser zielen, wenn ich die Starcoin will. Aber hat auch alles gut geklappt. So, ja, jetzt am Anfang geht es noch relativ schnell mit den Leveln. Aber das wird sich natürlich über die Zeit auch noch ändern. So, kriege ich ein One-Up? Jawohl, kriege ich. War es nicht sogar erforderlich für die 100%? Alle Flaggen golden zu machen? Ich glaube, das hat auch zu den 100% gehört. Das heißt, ja, gut, dass ich das jetzt bisher hinbekommen habe. Ne? Ich glaube, in dem Part können wir sogar die komplette erste Welt machen. Ne? Die geht relativ schnell, wie es scheint. Aber ja, ich glaube, das wird sich dann bestimmt schon relativ schnell ändern, dass ich eine Welt pro Part schaffe. Ich glaube, so eine halbe Welt sollte aber machbar sein, ne, pro Part. So 3 bis 4 Level. Wir werden mal schauen, ne? Wir werden mal schauen. Aber für den ersten Part ist es jetzt tatsächlich mein Ziel, die komplette erste Welt zu schaffen. Ja, diese Bahnlevel gibt es auch immer wieder. Da ist man auf solchen Schienen drauf. Und die fand ich auch immer ganz cool, ne? Ja, auch wenn das ein bisschen so wie Scrolling-Level ist. Aber ich fand das eigentlich immer früher relativ cool, ne? Vor allem mit dem 3D-Effekt, ne? Man muss sagen, Super Mario 3D Land ist ja eins der wenigen Spiele, die den 3D-Effekt des 3Ds auch noch richtig genutzt haben, ne? So, je später ein Spiel in der 3DS-Area rauskam, desto unwahrscheinlicher war es halt auch, dass großartig was mit dem 3D-Effekt gemacht wurde. Ne? Aber, ja. In dem Spiel war der noch richtig nice. Natürlich kann ich euch das leider nicht zeigen. Ne? Weil, ja, auf YouTube gibt es keine 3D-Videos. Aber sonst würde ich es euch wahrscheinlich zeigen. Wenn das möglich wäre. Ich könnte auch den 3D-Effekt einschalten hier im Let's Play.
Aber würde mir im Endeffekt auch nichts bringen, ne? Und deshalb lasse ich den aus. So. Gibt es hier sonst noch was? Okay. Wow. Da hatte ich jetzt wohl eine gute Reaktion. Und wir fahren auch direkt weiter. So, da oben gibt es noch eine Starcoin. Stimmt, ich weiß noch. Da musste man ein bisschen mit diesen Fontänen rumspielen. Das war auch immer ganz cool damals. Und ja, boah, ist auch wieder richtig nostalgisch, ne? Für mich, muss ich schon sagen. Dieses Let's Play jetzt hier. Ist jetzt richtig nostalgisch. Ah, da unten wäre noch eine Uhr gewesen. Aber egal. Die können wir, denke ich, auch auslassen. Wir haben ja noch genug Zeit auf der Uhr. Oh, hier diese Passage, die war auch richtig geil. Mit dem 3D-Effekt. Oh, das war auch richtig schön anzuschauen. Ich weiß noch, wie überwältigt ich damals von diesem 3D-Effekt war. Das war schon krass für mich damals. Und ja, ist eigentlich immer noch krass, ne? Vor allem, ja, wenn man überlegt, wie der Virtual Boy damals gefloppt ist. Und Nintendo hat es aber trotzdem hinbekommen. Ja, dann später aber noch so eine 3D-Konsole zu machen. Beziehungsweise, ja, Virtual Boy sollte ja eher so frühes VR sein. Aber, ja, Nintendo wollte halt der Zeit voraus sein. Ist dann gefloppt. So, Toad House brauchen wir noch nicht. Wir haben ja noch Items. Aber ja, jetzt geht's auch schon ins Schloss von Welt 1. Und da treten wir Bowser in den Arsch. Ich weiß noch, Bowser war auch nicht in jeder Welt zu sehen. Ich glaube in der ersten Welt, in der fünften und in Welt 8. Ich glaube, da war Bowser zu sehen. Aber sonst musste man gegen, wie hießen die, Bum Bum und Pom Pom, glaube ich. Oder wie die andere Tante hieß, kämpfen. Aber, ja, geht klar, ne? Geht klar, hier in Welt 1. Das ist alles noch easy. Ja. Wäre lustig, wenn ich das jetzt sage und sterbe. Haha. Aber nee. Ich bin einfach zu gut, um zu sterben, Leute. Ihr werdet noch warten müssen, bis ich sterbe. Ja, ich bin einfach der Beste in Mario. Ne? Ja, der Beste jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber in Jump'n'Runs bin ich eigentlich schon ganz gut, würde ich behaupten. Das heißt, ja, wenn ihr Fails sehen wollt, dann schaut woanders zu. Dann schaut Basti an oder so. Edge. Nee, keine Ahnung. ja. Hier ist jetzt auch der erste Bowser-Kampf. Ja, auch ein bisschen angelehnt an den Super Mario Bros. Kampf. Aus dem ersten Teil, würde ich mal behaupten. So. Aber hier kann man das Ganze mit dem Tanuki auch skippen. Aber man muss einfach auf den Knopf drücken. Und wie in Super Mario Bros. 1 fällt er dann einfach in die Lava. Aber jetzt passt auf. Er ist eigentlich bloß ein Goomba mit Tanuki-Blatt. Ne? Bloß der letzte Bowser ist wieder der echte. So wie im ersten Super Mario Bros. Ne? Ist, denke ich, so eine kleine Anlehnung. So, hier wartet noch ein Toad. Okay. Ja. Aber ich würde sagen, das war doch ein erfolgreicher erster Part. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Projekt, weil ich freue mich total, ne, das hier nochmal zu spielen. Und ja, ich würde sagen, lasst Abo, Like und Kommi da und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen und jetzt gleich seht ihr bloß noch den Secret Exit von 1-2. Ja, ich danke fürs Zuschauen und tschüss.